www.tierisgartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute Deutzia gracilis. Gracilis heißt ja wohl so etwas wie zierlich und genauso ist dieser Blütenstrauch zierlich. Er heißt auch Maiblumenstrauch, weil er eben jetzt im Mai blüht, und auch Sternchenstrauch, weil halt die Blüten von nahe bis hin so eine Sternchenform haben. Wunderschön. Ich weiß nicht, hast du sie drauf, wie sie aussehen? Das Besondere vielleicht an diesem Blütenstrauch ist, dass er sehr kompakt ist. 70 bis 100 cm, der Schnitt ist auch einfach. Man macht entweder einen Stabilisierungsschnitt, dass man ihn jedes Jahr auf 40, 50 cm zurückschneidet, sodass die Triebe stabil bleiben. Oder aber, und aber, man kann das auch kombinieren, man nimmt ältere Äste raus, damit sich die Pflanze verjüngt. Das macht man selbstverständlich nach der Blüte. Pro Laufmeter, man kann auch Hecken machen damit, kleine Einfassungshecken oder flächige Bepflanzung, also pro Laufmeter oder Quadratmeter pflanzt man 3 bis 4 Pflanzen. Also Deutzia gracilis, praktisch, wenn Sie einen kompakten Blütenstrauch mit Blüte im Mai suchen.